Mein geliebter Poldi, mein Herzenspferd, dieses Video ist für dich, um einfach mal Danke zu sagen. Vor genau 9 Jahren hast du das Licht dieser Welt erblickt. Oh mein Gott, warst du süß! Als ich dich das erste Mal gesehen habe, warst du 2 Monate alt. Es war sofort klar, dieses Fohlen muss mein Pferd werden. Also haben wir dich gekauft und mit 6 Monaten musstest du von deiner Mutter weg ins weit entfernte München ziehen. Kein Problem für dich. Deine anfängliche Schüchternheit hast du mit vielen Bananen auch sofort überwunden. Mit 3,5 Jahren ging das Abenteuer Reiten los. Wir fingen an mit Longenarbeit, dann kam der Sattel. Gar nicht so einfach. Viele Ausritte, in denen wir an allen vorbeigerast sind, fingen an. Doch nach und nach fanden wir unsere Begeisterung nicht nur fürs Dressurreiten, sondern auch fürs Springreiten. Leider hattest du immer wieder Probleme mit deinem Knieband. Spät diagnostiziert haben wir herausgefunden, dass es einfach zu lang ist hinten links. Viele haben uns gesagt, das wird nichts mehr. Das ist ein Freizeitpferd. Mit dem kannst du bestenfalls im Gelände rumschunkeln. Er wird niemals springen können. Er wird auch keine schweren Dressurlektionen können. Der kann kein Gewicht hinten aufnehmen. Und? Was haben wir gemacht? Haben wir aufgegeben? Wir? Niemals. Wir haben immer das gemacht, worauf du Spaß hattest. Mal war es Springen, mal war es Dressur, aber wir haben nie aufgegeben. Warum denn auch? Und jetzt seht uns an. Wir fliegen über die Hindernisse. Klar sind wir nicht perfekt. Aber wenn ich überlege, wo wir herkommen. Als ich dich bekommen habe, war ich 13 Jahre alt. Du hast mich zu dem Menschen geformt, der ich jetzt bin. Du hast mich gelernt, niemals aufzugeben und an Träumen festzuhalten. Du zeigst mir immer wieder, wo meine Grenzen sind und dass ich ständig über mich hinauswachsen muss. Dass ich nicht perfekt bin, selbst wenn ich es denke. Du bist für mich da, egal was passiert. Du bist die Konstante in meinem Leben. Eine der Konstanten in meinem Leben. Du machst meine Träume wahr. Mit dir habe ich angefangen, Turnier zu reiten. Klar war es nicht einfach. Was ist schon einfach im Leben? Aber wir konnten doch den ein oder anderen Erfolg feiern letzte Saison. Und mal gucken, wo diese Saison hinführt. Also die ein oder andere Schleife ist vielleicht schon dabei. Aber du wirst für immer bei mir bleiben. Egal was kommt, du bleibst bis zum Ende deines Lebens bei mir. Denn du gehörst zu mir, so wie ich zu dir gehöre. Egal wie schwer manche Zeiten sind oder wie toll andere Zeiten sind, wir werden durch alle durchgehen. Zusammen. Seit einem Jahr hat sich ein bisschen was verändert. Es gibt noch mehr Pferde in meinem Leben. 2 andere Füchse, um genau zu sein. Und oftmals bist du sehr eifersüchtig. Aber das musst du nicht sein. Denn du bist der eine für mich. Selbst wenn du mich das ein um das andere Mal schon auf den Boden gesetzt hast, hast du doch immer aufgepasst, dass ich mir nie was getan habe. Sei es in einen weichen Zaun, damit ich nur ein paar blaue Flecke kriege, oder knapp neben einen Steinhaufen. Du passt immer auf mich auf, du bist wie mein Schutzengel in Persona und ich kann dir alles erzählen. Selbst Dressurturniere haben wir mittlerweile hinter uns gebracht und das, obwohl jeder Richter dieser Welt uns gesagt hat, hey, auf dem tiefen Sandboden wird man das immer sehen. Aber schaut, wie wir da hinlaufen, schaut euch das an. Sieht das nicht aus wie ein glückliches Pferd? Ein glückliches und vor allem taktreinlaufendes Pferd. Poldi, du und ich, das wird immer sein und das ist immer. Du machst mich glücklicher, als es jeder Junge oder jeder Mann dieser Welt jemals schaffen wird, denn du bist das Stück, auf das ich immer gewartet habe. Und ich möchte dir mit diesem Video zeigen, wie unglaublich dankbar ich für dich bin. Wie viel wir aber auch erreicht haben. Wenn ihr das noch nicht mitgekriegt habt, dann schaut jetzt nochmal an den Anfang des Videos. Schaut euch diese Fotos an von diesem Babypferd. Schaut euch die ersten Reitsequenzen an. Da seht ihr noch kein taktreinlaufendes Pferd. Da seht ihr ein hinten tickendes Pferd mit dicken Kugelbauch und wenig Muskeln am Po. Und jetzt schaut euch dieses Pferd hier an. Ist das nicht ein Prachtkerl? Ich bin unglaublich stolz auf dieses Pferd. Und ich bin auch unglaublich stolz, dass er mich zu seinem Herzensmenschen gewählt hat. Jedes Brummeln, wenn ich in den Stall komme, zeigt mir, dass ich alles richtig gemacht habe. Und dass ich stolz sein kann auf das, was wir zusammen erreicht haben. Und ich hoffe, dass du genauso stolz bist. Ich werde dich nachher sehen und ich werde dir Bananen in deinen Mund stopfen, so lange bis keine weitere Banane mehr reinpasst. Vielen, vielen Dank für alles. Ich bin super gespannt, was die nächsten Jahre für uns bringen werden und ich werde euch da draußen auf dem Laufenden halten. Ich hoffe, ihr findet auch euer Herzenspferd. Und dir, Apoldas von der Schwarzen Elster, wünsche ich ein wunderbares 9. Lebensjahr, auf das wir unglaublich viel zusammen erleben. Glückliche, aber leider auch traurige Momente, denn die gehören immer dazu. Deine Gesundheit wird hoffentlich so stark bleiben, wie sie jetzt ist. Und ich hoffe, wir können von vielen weiteren Turniererfolgen diese Saison berichten. Also haltet die Ohren steif. Tschüss!